Mimi, deine Katze ist so groß geworden seit dem letzten Mal. Die haben wir zu viel gefüttert. Da ist die so gewachsen. Gleiche Farbe, andere Größe. Ich habe, ja, das ist der Patenhund von meiner Mama. Das ist der Rufus. Und da vorne ist hier jetzt noch ein Hund, das Kierchen. Und ich bin hier gerade so ein bisschen am Hundesitten. Und möglicherweise muss ich jetzt hier 100 Mal aufstehen. Und die Tür aufmachen, weil die Dame hier, die so ein bisschen kamerascheu ist, komm mal her. 100 Mal raus und rein will normalerweise, komm mal her. Komm mal her. Sie versteht Handzeichen nicht mehr so gut. Früher konnte man ihr zeigen, wo sie hingehen soll, dann hat sie das gemacht. Also halt auch schon, als sie schon taub war. Aber sie versteht die nicht mehr. Und wir glauben, es hat vielleicht mit der Demenz zu tun, dass sie die vergessen hat. Aber ich bin jetzt hier mit 2 Händen, 2 Hunde am Streichen. Vielleicht kriegen wir sie doch noch ins Bild. Tierchen. Soll ich dir die Tür aufmachen? Oder willst du in 2 Sekunden wieder rein? Ich kenne dich doch. Oh. Willst du raus? Vorsicht, Kamera, Vorsicht, Kaffee. Okay. Ja, es kamen in letzter Zeit nicht so furchtbar viele Vlogs, ne? Das lag unter anderem daran, dass ich einfach super viel am Voraufnehmen war für die Zeit, wo ich jetzt weg bin. Und da halt zum einen ohnehin schon viel zu tun hatte, aber auch einfach dann nicht so viel erlebt habe die meiste Zeit. Und halt auch einfach, ich komme hier bei meiner Familie viel seltener mal genug zur Ruhe, um irgendwo was filmen zu können, weil ja einfach man auf einmal mit 2 Menschen mehr und 3 bis 4 Tieren mehr in einem Haus wohnt und halt einfach, ich weiß nicht, ich einfach nicht so die Ruhe und den Raum habe unbedingt, um mich irgendwo hinzusetzen und jetzt ein längeres Video zu machen, wo ich nur mit der Kamera rede und so. ja, aber hier sind wir. Sachen, die zu erzählen sind. Zum einen, seit wir uns das letzte Mal hier gesprochen haben vor Kamera. Ich war auf der Gamescom mit Buddy zusammen und ich habe 2 von euch kennengelernt. also halt persönlich kennengelernt, so live und in Farbe. Und das war super spannend. Ich war ein bisschen überfordert von der Gamescom selbst, einfach weil ich war ja vorher noch nie auf der Gamescom und Buddy und ich, wir sind relativ am Anfang erstmal in so einen Menschenstrom reingeraten, wo man auch nicht mehr rauskam und auch nicht in die Richtung wechseln konnte und sind irgendwie so irgendwie einmal komplett da über das Gelände gegangen, bevor wir uns überhaupt mal entscheiden konnten, wo wir hinwollen, weil man halt vorher überhaupt nicht irgendwo hingehen konnte, sondern halt nur so mit der Menge mit. Und das war für mich irgendwie erstmal so ein bisschen, oh Gott, sehr viele Leute. Aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Ich merke bei mir halt schon, dass ich bei Spielen eben schon nicht so furchtbar breit aufgestellt bin. Also ich spiele halt Sims und halt sonst Spiele, die ihr hier auch auf dem Kanal schon gesehen habt. Und halt noch so ein paar Nintendo-Spiele irgendwie, die ich früher mal gespielt habe, die ich jetzt wirklich kenne. Aber ich bin jetzt niemand, der wirklich super viele verschiedene Spiele mal angespielt hat oder so, sondern halt eher sehr viel die Spiele spielt, die ich ohnehin spielen würde. So. Und ja, von daher war halt für mich super viel extrem neu auf der Gamescom, selbst wenn es für andere Leute irgendwie der dritte Teil der gleichen Reihe ist, der da rauskommt. Das ist eigentlich schon cool und ich gucke das an und denke mir so, was ist das? Das habe ich halt schon so ein bisschen gemerkt, aber ich fand es super schön, das mal zu sehen. Und ich fand vor allem schön, die Leute zu sehen, die ich da getroffen habe. Und ja, war auf jeden Fall spannend. Und ja, sonst war ich größtenteils hier. Ich habe das Gefühl, ich habe hier das immer noch so ein bisschen. Können wir das Tier mal. Ich habe so lange keinen Vlog mehr gemacht. Ich bin nicht mehr so wirklich drin, wie ich hier mit dem Stativ umgehe. Ich hatte auch einen Teil irgendwie verloren fast. So das Teil zwischen der Kamera und dem Stativ, womit man die Kamera am Stativ festmacht. Musste eben erst noch suchen gehen, weil. Und naja. Und halt sonst, ich war halt viel hier. Ich habe einiges mit meiner Familie zusammen gemacht. Und ja, und dann halt natürlich Reisevorbereitungen.
Also, falls ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, wenn ich von der Reise spreche, was unwahrscheinlich ist, weil ich in jedem Video ständig darüber rede und denke, ich bin ja jetzt am Voraufnehmen, ich bin ja jetzt weg. Aber Buddy und ich, wir fahren ab Montag mit einem Interrail-Ticket durch Europa. Und zwar haben wir ein Ticket, also es ist im Prinzip wie eine besondere Art von einem Zugticket. Da können wir an 22 Tagen innerhalb von einem Monat mit dem Zug fahren. Und zwar ist man dann nicht an spezifische Strecken gebunden oder so, sondern man hat halt einfach Länder, deren Schienennetz Teil von diesem Ticket sind. Und dann kann man die Züge dort einfach nehmen. Und teilweise muss man halt, wenn man irgendwie einen Nachtzug nimmt oder einen Schnellzug oder so, muss man noch was dazu buchen. Aber ja, so die normalen Regional-, Übernick-Regionalzüge und so, die kann man einfach so nehmen. Und das Schöne, aber auch das Beängstigende dabei ist halt, dass man sehr spontan sein kann und nicht vorher schon alles geplant und gebucht haben muss, sondern halt einfach mal so gucken kann unterwegs, wo es einen hinzieht. Und ja, das heißt, wir wissen noch gar nicht richtig, wo wir überall hinfahren. Wir haben so grob eine Idee, aber wir wissen es noch nicht so richtig. Am Montag, wenn wir losfahren, fahren wir erstmal nach Brügge in Belgien. Und dann fahren wir mit einem Zwischenstopp noch nach Paris. Und in Paris sind wir auch noch mal 2 Tage und danach mal sehen. Und irgendwie einerseits habe ich da total Lust drauf. Ich bin total gespannt, ich freue mich darauf. Aber andererseits, meine Güte, habe ich ein Lampenfieber. Also richtig so, oh mein Gott, richtig schlimm. Weil halt es so ungewiss ist irgendwie, weil halt so wenig geplant ist. Und ich meine, es ist zwar irgendwie der Sinn der Reise, irgendwie auch das spontan zu machen, aber irgendwie so wenig schon vorgebucht zu haben und so und irgendwie gar nicht zu wissen, wo man hin will wirklich und wo man dann ankommt und wie lange man genau unterwegs ist und keine Ahnung, ich bin da sehr nervös im Moment, auch einfach so halt, ja, sich unterwegs halt Hostels und Hotels suchen und halt dann auf Französisch oder Spanisch oder Portugiesisch oder Italienisch oder wo auch immer wir hinkommen, das ist bei mir schon so ein bisschen ja, also wir haben in Brügge ein Hostel jetzt gebucht und wir haben in Paris ein Hotel gebucht, weil, warum auch immer, wir wollten ja 2 Nächte in Paris bleiben, also halt 2-mal übernachten und das günstigste Hostel, was ich gefunden hatte, da hätten wir für die 2 Nächte in einem 6-Bett-Schlafzimmer insgesamt 50 Euro mehr bezahlt, als wenn man sich ein Hotelzimmer von einem günstigen Hotel für 2 Nächte bucht. Was ich zwar nicht verstehe, aber halt irgendwie, dann habe ich gedacht, okay, dann lieber irgendwie ein Schlafzimmer, was man für sich hat und halt günstiger als halt für mehr Geld in einem riesen Schlafsaal irgendwie. Ich meine, gut, 6 Betten ist jetzt noch nicht riesig, aber halt man ist halt schon mit anderen Leuten zusammen und hat halt jetzt ein bisschen weniger Raum für sich selbst und wirklich verstanden habe ich das nicht, aber okay. Also wir in Paris sind wir in einem Hotel und das scheint ohnehin auch so zu sein. Also ich habe mir so ein bisschen die Nordküste von Frankreich schon angeguckt, dass es da nicht so furchtbar viele Hostels gibt und man manchmal besser damit fährt, auf kleine Hotels umzusteigen, was mich ein bisschen wundert irgendwie, weil als ich die Reise so als Idee im Kopf hatte und als wir so angefangen haben zu überlegen, was wir machen wollen, dachte ich, okay, wir übernachten halt einfach in Hostels, dann wird es nicht so teuer. Aber teilweise sind die gar nicht so unbedingt günstiger und dann bin ich irgendwie so, was? Warum? Ja, wobei ich auch festgestellt habe, wenn man zum Beispiel auf eine App geht, die nach Hostels sucht, also halt zum Beispiel Hostel World oder so, dass sie halt auch wirklich nur eben die Unterkünfte rausfiltert, wo Hostel irgendwo drin erwähnt ist. Und in Frankreich muss das nicht unbedingt so sein, weil halt viele Sachen einfach nur auf Französisch irgendwo stehen. Und das wäre dann halt irgendwie Auberge de Jeunesse für halt Jugendherberge. Und das ist sowieso irgendwie sowas. Auf der ganzen Welt zum Beispiel heißt es Fridays for Future. In Deutschland heißt es Fridays for Future. In Schweden heißt es Fridays for Future. Überall heißt es Fridays for Future. Nur in Frankreich heißt es irgendwie Citoyen pour le Climat oder irgendwie sowas. Citoyen, keine Ahnung. Und ja, irgendwie auch, es gibt auf total vielen Seiten, wo man irgendwie sich für einen
Hostel oder eine Auberge de Jeunesse einbuchen kann. Es ist überhaupt nichts irgendwie auf Englisch oder irgendwas Internationales da. Es ist alles komplett auf Französisch und das ist irgendwie so, ha! Ich mit meinem verstümmelten Schulfranzösisch da, was noch nie gut war und jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Eieiei. Gucken wir mal. Buddy spricht gar kein Französisch, also ist es dann so, sag ich jetzt mal, mein Französisch ist das, was wir haben zunächst mal. Aber es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Und ja, ich bin so gespannt. Und jetzt haben wir hatten so hin und her überlegt, ob wir mit einem Rucksack fahren oder mit Koffern. Weil halt ein Rucksack ist natürlich besser, wenn man irgendwie unebenes Gelände hat, weil man halt einen Koffer nicht über irgendwie, keine Ahnung, in Waldweg ziehen kann, ne? Aber wir sind ja schon hauptsächlich in Hotels und Hostels in Städten. Also nehme ich mal an, da kommt man auf gepflastertem Weg hin. Also ist Koffer ja schon auch nicht so schlecht und es gibt halt bei beiden Optionen einfach so Pro und Cons. Und jetzt ist es einfach so, ich habe einen Koffer und Buddy hat einen Rucksack. Also können wir auch hin und wieder einfach mal tauschen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn einem die Schultern wehtun vom Rucksack oder irgendwie, weiß ich nicht, was tut beim Kofferziehen weh, irgendwann das Ellbogengelenk, wenn man es so verdreht oder so. Dann kann man so ein bisschen tauschen vielleicht zwischendrin. Und wenn wir zurückkommen, können wir euch genau berichten, was praktischer ist, ein Koffer oder ein Rucksack. Und dann waren wir halt die letzten Tage noch Zeugs einkaufen. Ich meine, so viel will man ja jetzt nicht mitnehmen, aber halt ne, so ein paar praktische Sachen. Und ja, ich hoffe, das Wetter wird gut. Ich glaube, im Moment in Südspanien, wo wir auch vielleicht hinkommen, hoffentlich irgendwie hinkommen, da ist im Moment irgendwie schlimm Unwetter und Zeugs. Das dauert aber auch noch ein bisschen, bis wir da sind. Und ja, es ist halt irgendwie, ich bin noch nicht bereit für den Herbst überall. Es ist schon irgendwie so, Herbststimmung fängt jetzt langsam an und ich bin irgendwie so, nein! Herbst fängt erst an, wenn ich von meiner Reise zurück bin. Ich will das noch zur Sommerreise machen, aber ich glaube, man sollte schon echt warme Sachen anziehen. Wirklich auch, wenn wir nach Nordfrankreich fahren sollten. Ich glaube, da die Atlantikküste, das kann schon krass kalt werden. Also. Und ja, ich habe für euch voraufgenommen, für die Zeit, in der ich nicht da bin. Und ich muss noch ein paar Videos schneiden. Von daher bin ich noch nicht ganz fertig, aber ich bin sonst eigentlich mehr oder weniger größtenteils fertig. Was heißt, es kommen für euch Videos wie gehabt. Also eigentlich normaler Uploadplan, während ich weg bin. Das Einzige, was ich nicht mehr geschafft habe aufzunehmen, sind noch weitere Folgen von Willkommen auf den Amimi-Inseln. Hätte ich euch gerne ein paar gezeigt, während ich weg bin. Aber die kommen dann halt einfach, wenn ich wieder da bin. Und sonst kommt es relativ normal irgendwie. Ja, also da bin ich stolz auf mich. Ich weiß irgendwie so, als ich gesagt habe, oh, ich fahre weg, das war von eurer Seite direkt irgendwie so, jetzt macht ihr keinen Stress beim Voraufnehmen und irgendwie all das. Und halt, ich habe das auch nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte so, oh mein Gott, ich muss jetzt all die Sachen aufnehmen und mir irgendwie mega die Arbeit machen, weil halt sonst hassen mich meine Abonnenten. Das war auch überhaupt nicht so das Gefühl dahinter. Es war bei mir eher so, keine Ahnung, so fast schon so eine Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe. Und ich nehme halt auch einfach super, super gerne auf. Also so, das war für mich, glaube ich, eher so auch was, womit ich mich so ein bisschen in den letzten Wochen von meiner Aufregung ablenken konnte, zu fahren. Also war das eigentlich mehr was mir halt auch wirklich gut getan hat. Obwohl es wirklich viel Arbeit war, für einen Monat lang voraufzunehmen. Und so im Nachhinein, jetzt wo es eigentlich fast fertig ist, denke ich mir so, hast du sie noch alle? Aber es war für mich halt auch einfach, ich bin schon echt nervös jetzt von der Reise. Ich freue mich, aber ich bin echt nervös. Und irgendwie halt einfach vertraute Sachen zu machen, beruhigt mich einfach so dermaßen. Halt gerade, wenn ich irgendwie so was Konkretes zu tun habe. Irgendwie, wenn ich weiß, so und so viele Folgen davon, so und so viele Folgen davon, so und so viele Hausbau-Videos irgendwie. Und dann bin ich auch in der Story drin, jeweils von den Let's Plays und so. Und dann bin ich da deutlich entspannter einfach. Also, ja, das ist aber irgendwie, seit ich YouTube mache, ohnehin so mein Ding. Wenn ich irgendwie angespannt bin wegen irgendwas oder mir irgendwas Sorgen macht oder so, das ist für mich immer so irgendwas zum Festhalten. So von daher, ja. Jetzt daran, wie viele Videos kommen, merkt ihr, wie aufgeregt ich auf der Reise war. Ja, und halt natürlich, ich nehme hier die Kamera mit.
Und ich nehme ein sehr kleines Notebook mit. Also nicht meinen eigentlichen Laptop, auf den ich auch die Let's Plays spiele und so weiter, sondern Berdi und ich, wir haben noch so ein sehr, sehr kleines Notebook einfach. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, darauf Videos zu schneiden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht, vielleicht nicht. Das wollte ich mit dem Vlog mal ausprobieren, ob das klappt. Und das haben wir auf jeden Fall auch mit dabei. Das heißt, vielleicht kann ich euch, während ich unterwegs bin, schon ein paar Sachen zeigen. Weil halt Buddy und ich sitzen ohnehin super viel im Zug. Und halt im Zug zum Beispiel könnte ich dann schon mal ein Video schneiden, wenn ich halt Lust dazu habe. So. Und dann gibt es in Hostels und Hotels ja auch häufig WLAN oder man könnte in ein Internetcafé gehen oder so. Also das sind im Moment einfach Ideen, die ich habe, aber ich habe das noch nie ausprobiert, ob das so funktioniert. Von daher keine Ahnung, ob das klappt. Und auch, obwohl das wahrscheinlich nicht die längsten Videos werden, dauert im Video auch schon echt lange zum Hochladen, gerade wenn das Internet nicht das Beste ist. Von daher ist es einfach so was, was ich im Moment so als Idee im Kopf habe, wo ich denke, oh, das wäre cool, wenn das klappt. Aber ich möchte euch jetzt nicht versprechen, dass das klappt, weil ich weiß es halt noch einfach nicht. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht irgendwie, wie das halt einfach unterwegs wird, wie viel Lust ich da zum Vloggen habe und wie viel Zeit und halt auch. Ich war auch noch nie wirklich mit Buddy zusammen so lange alleine unterwegs, also weiß ich auch nicht, wie die Dynamik da sein wird, wenn wir zusammen unterwegs sind. Aber ja, das ist auch auf jeden Fall was, worauf ich mich sehr freue. Und ja, sonst, wenn ihr außerdem Bilder sehen möchtet, da hattet ihr auch schon nachgefragt, irgendwie, wo man vielleicht was sehen kann. Die einfachste Version wäre Instagram einfach. Ich habe meinen Instagram-Account irgendwo auf meiner Kanalseite verlinkt. Ich kann ihn auch hier unter diesem Video verlinken. Ich denke, da werde ich am ehesten mal Fotos zeigen und so. Ich habe das früher auch manchmal auf Twitter gemacht, dass ich so hin und wieder mal ein Urlaubsbild gezeigt habe, aber mal gucken irgendwie, wie ich das hier machen werde. Also im Zweifelsfall wird es eher auf Instagram zu sehen sein. Vielleicht auch hin und wieder mal in der Instagram-Story. Ich habe noch nie was mit Instagram-Stories gemacht, aber vielleicht irgendwie fange ich jetzt damit an. Mal schauen. Und ja, melde ich mich auf jeden Fall so hin und wieder mal so, hey, ich bin noch am Leben. Ja, und genau. Das ist so der Gedanke dabei. Ich bin nochmal so gespannt, was ihr zu den Videos sagen werdet, die jetzt kommen in der Zeit, wo ich weg bin. Weil halt einfach, ich habe jetzt so viel voraufgenommen und ich bin jetzt in allen Let's Plays schon so ein Eck weiter als ihr. Und normalerweise kriege ich so viel mehr Feedback zwischendrin halt von euch, weil ich die Sachen eben veröffentliche. Also hat es sich in den letzten Wochen so angefühlt, als hätte ich nur noch so, keine Ahnung, ein Drittel so viel Feedback bekommen von euch wie normalerweise. Einfach weil die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, ihr da noch gar nichts davon wisst. Und ich bin bei vielen Sachen so gespannt, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Und ich glaube, am besten geworden sind die Folgen von Apartment Nummer 4, die ich voraufgenommen habe. Die gefallen mir so am besten, glaube ich, von den Sachen, die ich gemacht habe. Und es kommen zwei Sims 3 Hausbau-Videos, die ich auch echt cool finde. Also auch da bin ich sehr gespannt. Und ich bin, ja, freue mich darauf zu hören, was ihr davon haltet. Es kann sein, dass, wenn ich zurückkomme, eventuell mal eine Zeit lang Videos auffallen, weil ich habe halt jetzt aufgenommen für die Zeit, wo ich wirklich unterwegs sein könnte. Also ich könnte halt bis zu einem Monat lang unterwegs sein. Ich könnte aber auch teilweise ein paar Tage früher schon zu Hause sein oder ich meine, vielleicht bin ich auch irgendwie nach 2 Wochen irgendwo und sage, es ist alles ganz furchtbar, ich will zurück nach Hause. Theoretisch wäre auch das möglich. Also von daher, ich weiß nicht genau, wann ich wieder zurück bin. Und habe jetzt Videos aufgenommen für die Zeit, wo ich maximal unterwegs sein könnte. Aber wenn ich halt maximal lange unterwegs wäre, müsste ich halt sofort, wenn ich da bin, wieder aufnehmen, damit kontinuierlich Videos kommen und kann sein, dass ich dafür so fertig bin. Also, ja. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Ich bin so gespannt irgendwie, weil die Idee ist im Moment noch, von der ich aber nicht weiß, ob wir das so umsetzen oder ob wir uns zwischendrin anders entscheiden, dass wir halt, wie gesagt, Brügge, Zwischenstopp Paris und dann wollten wir an die Nordküste von Frankreich, an der Nordküste von Frankreich entlang bis zur Grenze von Spanien, dann an der Nordküste von Spanien entlang bis Santiago de Compostela, dann runter nach Porto in Portugal und nach Lissabon,
dann von Lissabon nach Salamanca und nach Madrid. Von Madrid aus an die Südküste von Spanien und an der Südküste von Spanien entlang nach Frankreich, an der Südküste von Frankreich entlang nach Italien und von da aus wieder nach Hause. Wobei ich so ein bisschen die Vermutung habe, wir haben uns da eine Strecke überlegt, die eher eine Strecke für 2 Monate ist, ist für einen Monat, aber mal gucken. Und kann halt sein, dass man unterwegs sagt, oh komm, lass uns lieber dahin fahren oder so. Das kann man halt, wie gesagt, ganz spontan machen. Aber ich frage mich, würden wir jetzt so, keine Ahnung, so Anfang Oktober in Südspanien sein und in Südfrankreich ist es dann noch richtig warm. Weil das finde ich richtig schön, wenn wir nochmal so richtig so Sommer haben. Das würde mich mega freuen. Aber meine Kamera hat gerade aufgehört aufzunehmen. Oh, jetzt bin ich richtig geisterartig. Sieh mehr Schatten. Ja, guck mal, hier ist ein bisschen mehr Schatten. Klemme ich mich mal hier so ein bisschen in die Ecke rein. Weil sie voll war von Sachen. Also muss ich dran denken, Kamera noch entrümpeln, bevor ich wegfahre. Aber ich hoffe jetzt, was ich hier gelabert habe, ist nur irgendwie drauf und nicht weg. Weil das wäre doof. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, wir haben vielleicht irgendwo so ein bisschen sommerlicheres Wetter. Das würde mich mega, mega freuen. Und ja, ich erzähle euch dann mehr davon, spätestens, wenn ich wieder zurück bin. Wahrscheinlich schon vorher, aber spätestens, wenn ich wieder zurück bin. Boah, mir fällt gerade ein, wenn ich unterwegs bin und von unterwegs tatsächlich Videos machen würde, sollte das klappen und sollte sich das irgendwie so ergeben, dann kämen in der Zeit, in der ich weg bin, deutlich mehr Videos wie normalerweise. Oh, ich glaube, ich habe einen Schaden oder so. Kennt ihr das Buch von John Green, Die erste Liebe nach 17 vergeblichen Versuchen? Ich glaube, es heißt auf Englisch Abundance of Catherences, irgendwie so. Es ist ein mega gutes Buch, lasst euch vom Titel nicht irgendwie verscheuchen. Es ist kein irgendwie sehr kitschiges Buch eigentlich, es ist voll lustig. Ich finde John Green Bücher sind häufig sehr, sehr gut, also mag ich viele von. Jedenfalls der Hauptcharakter ist so ein bisschen wie Sheldon aus Big Bang Theory. Nicht ganz so, aber ist halt auch so jemand, der so sehr, sehr hochbegabt ist, aber so ein bisschen Probleme hat manchmal so mit zwischenmenschlicher Kommunikation. So ein bisschen. Nicht so sehr wie Sheldon, aber so ein bisschen. Und er und sein bester Freund haben das Codewort Ritzenkrümel, wenn sie sich zu nahe kommen. Also halt so nach dem Motto, so hier geht's jetzt nicht mehr weiter, kommst du mir hier wirklich zu nahe und irgendwie so über das Thema will ich nicht mehr weiter reden, so als Veto sozusagen. Und Buddy und ich, wir haben uns jetzt Walross als wirkliches Wort, so nach dem Motto, so weit und nicht weiter und Seemops als so Vorstufe davon, so nach dem Motto, so Vorsicht, ich finde es nicht mehr lustig, du gehst mir so ein bisschen auf die Nerven. Weil ich finde es nicht so unglaublich, ja, ich finde es eigentlich gar nicht so unpraktisch, wenn man so mit jemandem zusammengefärcht unterwegs ist, weil man sich ja schon irgendwie verstehen muss in der Zeit und halt auch wirklich dann auch gucken muss, dass man die Grenzen vom anderen respektiert. Und ich glaube wirklich, wenn man so aufeinander hockt, kann es halt wirklich sein, dass man sich sozusagen ärgert und das für einen selbst noch irgendwie Spaß ist und dem anderen halt inzwischen so richtig auf die Nerven geht. Also, ja, vielen Dank John Green für diese Weisheit. Hatten wir in Schottland auch. Ich glaube, da war es irgendwie Käsekuchen oder so. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie Käsekuchen sage ich im Alltag zu häufig, als dass das irgendwie gut zu benutzen wäre. Ja, dann erzählt mir gerne, wie es euch geht, was ihr macht, was ihr jetzt auch in dem Monat macht, wo ich weg bin. Ich denke mal, ich sehe von unterwegs eure Kommentare ganz normal. Also schreibt mir gerne auch zu den Sachen, die rauskommen, Kommentare. Ich nehme mal an, ich kann sie von unterwegs auch lesen. Und spätestens würde ich sie lesen, wenn ich wieder zurück bin. Aber ich denke, ich sehe sie von unterwegs. Und ja, dann beendet das nervöse Wrack jetzt den Vlog und geht übermorgen dann auf große Reise und hofft, dass es gut wieder zurück nach Hause kommt, wenn es damit fertig ist. Haha, okay. Ciao.